Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Boyd, einem Echtzeit-Strategiespiel, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Ja, halt ein bisschen so an so ein iOS-Spiel oder so irgend sowas hatte ich schon mal fürs iPad gehabt. Das Besondere ist, Boyd ist kostenlos auf Steam erhältlich, zumindest der Multiplayer-Modus mit Ranked Matches und so weiter. Für den Singleplayer-Modus muss man ein bisschen was bezahlen. Als DLC kann man den dazu bekommen und ich würde sagen, wir spielen mal die Kampagne und dann zeige ich euch so ein bisschen, wie das funktioniert. Wir machen mal ein neues Spiel, ruhig auf normal, das reicht schon, so ein bisschen die Grundlagen zu erklären. Also sie haben hier so eine kleine Story mit hier reingepackt, wo es da um Drohnen geht und Terraforming, die da losgeschickt wurden, um fremde Planeten zu erkunden. Hier, alle finden das ganz großartig. Und diese Drohnen werden wir letztlich dann steuern und befehligen. Wir sind aber nicht allein. Es gibt da auch andere Leute noch. Wer sich das hier alles durchlesen will, sehr gerne einfach mal auf Pause drücken. Und zwar jetzt. Okay, aber das ist nur so ein bisschen Füllmaterial hier. Boyds AI, ein computerverbundener Avatar und der wird uns ein bisschen durch diese Kampagne führen. Herzlich willkommen Pilot, das ist unser Avatar hier links. Eine Frau, ich würde sagen es ist eine Frau oder eine Schottin mit weißem Kilt, nein. Investigate the area and clear any unwanted life forms. Starten wir mal. Das Spiel ist schon länger auf Steam erhältlich. Im Early Access, aber jetzt haben sie es nochmal hier ein bisschen mit Tiny Build an der Seite so ein bisschen promotet. Okay, wir sollen das hier mal auswählen. Machen wir einfach mal, ne? Mit Linksklick und dann werden wir das Ganze hier mal erkunden. Das ist ein sogenannter Spawner. Da werden immer neue Drohnen, Basic Units, werden dort hergestellt. Ist also sehr wichtig. Und jetzt sollen wir hier diese Basen, würde ich sagen, übernehmen. Das sind hier Scouts und das sind Crabs. Die haben also unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Fangen wir mal hier mit den Crabs an. Hier steht auch powerful but slow. Also schlagfertige Einheiten, aber sehr langsam. Muss also schon auch taktisch vorgehen hier in der ganzen Geschichte. Okay, und jetzt gehen wir hier rüber zu den Scouts. Und ihr habt schon gesehen, die ganzen Drohnen, Basiseinheiten hier, die hier immer neu gespawnt werden, die kann man dann hier hinschicken und dann verwandeln die sich in die entsprechenden Einheiten. Und die Crabs nehmen jetzt hier die Scouts noch ein. Haben wir es geschafft? Oh, und es kommt ein Gegner, der uns jetzt angreifen will. Da schicken wir mal unsere Crabs hin, die sehr langsam sind, aber dafür sehr stark. Und vielleicht schicken wir hier nochmal ein paar hin. Die wollen nämlich hier unseren Spawnpunkt natürlich einnehmen. Ganz klar. Und jetzt kommen hier auch noch von mehreren Seiten welche. Deswegen gleich die Crabs hier nochmal mit runterschicken. Oh, und das sind Fernkampfeinheiten, die wir noch gar nicht im Inventar haben aktuell. Wir werden mal mit unseren Scouts hier ein bisschen gucken gehen. Area secured, you're safe now. Ach so, jetzt öffnet sich hier ein Durchgang. Wir können dann noch zwei Spawn-Punkte einnehmen. Das werden wir mal gleich machen. Zack und zack. So vielleicht. Dann mit dem nochmal ein paar Crabs machen. Hier unsere Scouts, die sind schön schnell. Und es könnte, sollte eigentlich klappen hier, den Spawner. Der wird sonst nicht weiter verteidigt. Die Crabs brauchen natürlich hier, ne? Ganz klare Geschichte. So, jetzt haben wir alle Spawn-Punkte. Und da oben ist noch noch zwei Spawns, die wir uns holen sollten. Wir gehen mal hier hin. Was haben wir hier? Guns. Das sind diese Fernkämpfer. Oh, holen uns nochmal ein paar Scouts. Gehen hier schon mal die Punkte so ein bisschen bewachen und beschützen.
werden uns noch ein paar Guns machen. Die Guns sind nämlich gut gegen diese Crabs. Werden wir gleich sehen. Ja, sehr gut. Die machen wir platt. Fantastisch. Oh, und da haben wir nicht aufgepasst. Also ich habe wohl das Ding hier übernommen. Holen wir uns gleich zurück. Kein Problem. Und werden dann mit den Einheiten hier mal den Spawnpunkt uns holen. Den gehen wir nochmal schnell zurück. Werden den Punkt hier ein bisschen sichern als Durchgangspunkt. Hier wird geschossen, was das Zeug hält. Sehr gut. Und da oben wird der Spawnpunkt eingenommen und wir gehen mal hier hin. Holen uns den mal. Gucken auf dem Weg nochmal, dass wir die Crabs hier platt machen. Und dann sollten wir das eigentlich haben. Hier ist gut gesichert. Kein Problem. Aber hier von rechts sind sie gekommen, ne? Okay, Freunde. Und drauf jetzt auf den Spawnpunkt. Der ist nämlich verlassen. Und es geht darum, immer die Spawnpunkte zu erobern. Diese Dinger brauchen wir nicht unbedingt. Komm schon. Jawohl. Und dann müssen wir es eigentlich haben. Oder sollen wir die doch auch noch erobern? Ja, dann machen wir das. Ist okay, Problem. Nee. Victory. Sehr gut. Gut, erste Mission war jetzt nicht so schwierig. Schauen wir mal gleich in die zweite rein. Aber dieselbe Aufgabe. Gucken uns das Ganze mal an. So, Übersichtskarte. Hier ganz in den Norden müssen wir. Wollen alle feindlichen Lebensformen hier besiegen. You need to take over the spawner first. Okay, dann wollen wir uns hier mal den Spawn und den Spawn. Ja, macht Sinn. Mit dem gehen wir auch nochmal schnell dahin. So, dann haben wir schon mal zwei Spawner, die uns immer schön mit neuen Einheiten versorgen. Wichtig. So. Okay. Und dann würde ich sagen, probieren wir es gleich mal. Könnte klappen, sollte klappen. Oh. Nee, die hat sich verirrt. Nicht gut. Okay. Spawner sind gut. Wir werden die mal alle hier hin spawnen. Damit wir da gleich so eine gewisse Verteidigung haben. Und die spawnen wir auch mal hier hin. Und die werden sich jetzt hier die Scouts einmal holen. So doch Scouts, ne? Jawohl. Und die Scouts sind gut gegen Guns. Das heißt, wir werden dann mit den Scouts versuchen, hier die Guns uns zu holen erstmal. So. Scouts machen. Hier auch nochmal. So. Hier haben wir eine kleine Verteidigungsmacht uns aufgebaut. Das ist gut. Prima. Da uns gerade keiner angreift, gehen wir mit denen auch nochmal schnell hier hin. Dann werden wir uns das holen. Guck mal, da wären wir ein bisschen schneller gewesen. Hätten wir den holen können. Aber gut, sollte trotzdem klappen. Wir haben hier 19 Scouts am Start. Das heißt, wir werden die Crabs sein lassen. Und direkt hier. Und los geht's. Boom. Sehr gut. Und einmal dahin. Und die schicken wir gleich hinterher. Sehr gut. So, jetzt haben wir die Guns. Die Guns sind gut gegen Crabs. Also einmal hier hin. Und dann holen wir uns das Ding nämlich auch noch. So, wo geht's weiter? Wir gehen hier mal nach rechts gucken. Oh, das sind alles Crabs jetzt. Oh, ist okay. Dann nehmen wir uns die alle mal. Machen die zu Guns noch. Und hier nochmal ein bisschen Verteidigung. Lassen die erstmal zurück. Okay. Und werden dann
Hier nochmal reinsetzen. Wir sollten eigentlich... Ach, das sind alles... Nee, es sind ganz. Ja, alles gut. Okay. Aber hier mal Krabs und Gans. Das ist gut, so. Hier ein bisschen Verteidigung machen. Nicht, dass wir da überrascht werden. Das wäre nicht so gut. Und die schicken wir nochmal hier in Spawn zurück als Verteidigung. Und die schicken wir hier hin. So, läuft. Die bleiben da. Und wir holen uns den nächsten Spawn. Und ziehen gleich weiter. Was haben wir denn hier? Krabs, ne? Ja. Ziehen gleich weiter, holen uns den nächsten Spawn. Müssen noch mal so ein paar Scouts vielleicht machen gegen die Krabs. Wäre gar nicht so verkehrt. Och, ist schon unser. Easy peasy lemon squeezy. Jawohl, Victory. Ja, wunderbar. Okay, Freunde, soll es so für den ersten Eindruck gewesen sein. Einfach mal so rein. Wenn ihr da Bock habt, dann spiele ich nochmal so ein paar Singleplayer-Missionen. Lasst es mich wissen. Daumen nach oben oder einen kurzen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.